vor der schönen Kulisse hier starte ich mal mein Food Diary. Habt ihr gesehen, gefrühstückt habe ich im Flieger einen kleinen Corny und da ich zum Mittag verabredet bin, werde ich hier leider nicht shoppen, aber das sieht verdammt lecker aus. Wenn ihr also im Flughafen mal seid, holt euch da was. Also liebes München, ich habe dich irgendwie trocken in Erinnerung. Es ist so ein Schiedwetter hier. Ich werde jetzt Mittagessen mit einer Freundin und ja, danach einen heißen Tee trinken, weil ich habe heute keine Lust, irgendwo hier lang zu laufen und ich bin froh, dass die nächsten Tage schöner werden. Da das Wetter für Sightseeing ja ziemlich ungeeignet heute ist, sondern viel, viel besser ein Tee dazu passt, werde ich mich jetzt hier ins The Victorian House begeben. Das war ein Tipp von der Indra und da treffe ich die Dani. Und ja, dann gehe ich jetzt mal rein und bestelle mir einen heißen Tee. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Das ist der Vorteil, wenn man so ein Frühaufsteher ist. Und dann warte ich, bis die Sabine wach wird. So. So, ich übernehme jetzt einfach Claudias Kamera, die überhaupt nichts davon weiß. Und zeige euch diese wunderschöne Orchidee. So, jetzt gibt's Frühstück, Kaffee, koffeinfreien, Wasser, Eiweiß, Toasties mit Schinken und das ist Veggie-Wurst. Ich bin gespannt. Und zwei Eier. So, Frühstück ist erledigt. Jetzt trinken wir noch was und dann geht's auf Pokéart. Dann treffen wir uns mit der Dani und werden München Pokémon-mäßig unsicher machen. Also, was gibt es Besseres als Pokémon fangen, Macarons essen, hier rumsitzen und mit zwei ebenso Bekloppten, der Sabine und der Dani, das zu teilen. Das ist einfach schön. Ja, so sieht dann ein platter Macaron aus. Ja. Guten Morgen! Bikinis an. Jetzt geht's erstmal frühstücken. Um 11. Und danach geht's zur Wakeboard-Anlage. Und ich bin schon sehr gespannt. Oh, Sabine ist fertig.
Morgen, die Sabine ist schon zur Arbeit und ich frühstücke jetzt. Und zwar habe ich so Vollkorntoasties, Schinken und eine Banane, quasi ein Toast dabei. Dazu gibt es Kaffee und ein Glas Wasser und jetzt werde ich noch gemütlich frühstücken, meine restlichen Sachen zusammenpacken und mich dann auf den Weg in die Stadt machen und den letzten Tag in München genießen. Das ist jetzt zwar keine Maß Bier, wie man sieht, sondern Wasser. Aber ich hatte jetzt Bock auf Sauerkraut mit Brezen. Das ist so ziemlich das Leichteste, was ich hier noch so finden konnte. Es geht ja noch Mittagessen mit Carina. Deswegen, aber ich wollte hier ein bisschen am Viktualienmarkt sitzen und ein bisschen die Atmosphäre genießen. Werde ein bisschen lesen und einfach das Wetter genießen. Das ist nämlich auch mal wichtig, wenn man unterwegs ist. Einfach mal hinsetzen und entspannen. Mädels hier immer Eisbahn, verrückten Eismacher essen und ich gerade in der Nähe war, habe ich das jetzt probiert. Ich habe mir Maxi King, Kinder Maxi King geholt und man darf immer noch eine Sorte zum Probieren sich aussuchen und das ist gebrannte Mandel. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Auf jeden Fall sieht der Laden sehr schön aus. Fazit vom ersten Test, also erstmal ist der Löffel total süß. Gebrannte Mandel schmeckt mega lecker, richtig viel Mandelstücke drin und Maxi King schmeckt auch sehr, sehr gut. Und ich frage mich, wer sich an die Sorte Döner traut. Würdet ihr das essen? Eine Verbindung zu dem Eis, denn dieses Amorino, genau, das habe ich in Mailand schon mal gegessen. Das ist halt eine Kette. Das ist so lecker und es erinnert mich an Mailand. Deswegen habe ich mir das jetzt gegönnt. Und zwar Mango, Salted Caramel und Stracciatella. So, mein letztes Essen für dieses Food Diary, denn ich werde jetzt hier am Flughafen noch was essen. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Eigentlich hätte ich Bock auf Asia, aber es gibt auch Grill und Pizza. Mal schauen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wofür ich mich dann spontan entschieden habe, weil das kann ich total gut, spontan mich für irgendwas entscheiden. Eigentlich wollte ich Pasta mit Scampis haben, aber der Pastamann war irgendwie zur Pause und es hätte 20 Minuten gedauert. So lange würde ich nicht warten. Deswegen habe ich jetzt das Pizzamenü mit einem sehr hübschen Donut genommen. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und entspanne noch ein bisschen, bevor der Flieger zurückgeht und sag dann nochmal Tschüss.